Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Haus Flipper. Diese Aufnahme, die passiert eigentlich nicht absichtlich, sondern die passiert, weil ich eigentlich Elder Scrolls Online spielen wollte und der Server nicht funktioniert, aber in ein, zwei Stunden soll er wieder da sein. Achso, nee. Also bei mir weder Billard noch Kicker. Ich kann ein bisschen Kicker, ich kann sehr schlecht Billard, genau. So, das ist jetzt auch ausnahmsweise wieder ein Live-Let's Play, deswegen rede ich ab und zu mit imaginären, also mit Live-Zuschauern. Deswegen, weil wir müssen die Zeit überbrücken, irgendwie bis Elder Scrolls endlich läuft. So, Karte der Aufträge sind wir durch. Das war, ich habe auch nachgeguckt, das war Home and Garden TV, aber noch nicht ganz, weil erstmal kam ja unglaublich viel an neuen Zeugs für in die Häuser rein und naja, 10 weitere Häuser zu verkaufen. Aber wir verkaufen jetzt erstmal das Haus einer wechselhaften Frau und das ist, wie ihr seht, nicht aus dem DLC. Jawohl, Haus kaufen, erworben, ich möchte es verkaufen, da ich ja Meinung geändert habe und nun mein altes Haus zurückhaben möchte. Eigentlich weiß ich nicht so wie das Haus, aber es sieht gut aus. Kaufen wir. Wirklich gut aus. Da ist ja halt nicht viel zu tun, oder? So. Das sieht meinem ganz ähnlich. Mal gucken. Was will man da tun, außer ein bisschen sauber machen? Also da. Es ist dreckig in diesem Haus, das ist richtig. Deswegen mache ich da was gegen. Nicht schon wieder. Ich mag ja Kakerlaken nicht. Das ist eine moderne Küche. Modern. Achso, ne Quatsch, ich muss einfach nur. Zack. Genau das. Kakerlaken weg ist auch noch eine Sache. So, das Kakerlakennest ist zerstört. Was ist das da eigentlich? Ich wüsste es gern. Naja. Ich hab's zerstört. So. Dann. Was ist das für ein Raum? Keiner. Also Kakerlaken haben die gesammelt hier. Ist mit das Unschönste. Die sind wirklich liebevoll animiert. Das hätten sie an anderer Stelle machen können und hier vielleicht nicht. Hier fehlt eine Heizung und ein Bett. Heizung. Schwupps. Das heißt, wir werden uns noch mehr Zeit lassen können für den Garten. So. Ich glaube, wir machen da ein kleines Bett rein. Das mal. Möbel. Betten. Jungsbett. Bettgrille. Oh ja, so mach's mal. Genau. Es ist ein Bett, reicht. Flop. Junges Ehepaar braucht ein bequemes Bett. Ja, das ist ein bequemes Bett. Das ist das bequemste Bett. Es gibt ja noch ein Schlafzimmer. Und zwar das hier. Hä? Was? Ah, Lagerraum. Der bleibt so. Was habt denn ihr gemacht? Ich weiß eigentlich nichts über das Haus, aber es sieht gut aus. Und es leben viele, viele, viele Wesen darin.
schlimmer. Danke. So. Die Dusche ist eher hässlich. Na gut. Aber das macht nichts. Dann kommt hier. Ich verstehe es nicht. Ah, ja. Das ist auch nicht das Hauptschlafzimmer. Oder? Ja, was wollte ich machen? Ich wollte eine Heizung kaufen. So. Stattdessen holen wir unser Lieblingsbett. Achso, das haben wir ja gelernt. Nein. Wo genau passt da nicht? Genau. So, da passt. Ah ne, da ist auch irgendwas schmutzig. Was ist denn da schmutzig? Das Wort klingt so doof. Fenster ist auch noch dazu der Rahmen schmutzig. Und achso, nee, da ist das. Fenster reinigen brauchen wir gar nicht. So. Dann hätten wir da ein Schlafzimmer. Na gut, klar, da ist halt, ne? Da sind. Quatsch, ich kann hier nichts machen. Hör mal auf. So. Danke. Badewanne. Ist ja dann auch vollwertig. Ist echt schön. Ja, aber irgendwas ist da. Was sind da noch welche? Willst du mich verarschen? Paket befließen wäre nicht schlecht. Danke. Ich sehe die Verschmutzungen nicht so richtig. Hier ist noch ein Raum. Verschmutzungen. So, und? Ah, ich dachte, da wäre noch ein Raum. So, wir haben eine Wohnküche. Wir haben ein kleines Schlafzimmer. Wir haben... Was haben wir da? So. Aha. Sehr schön. Genau, da ist ja noch irgendwas schmutzig. Was ist denn schmutzig? Fenster auch, aber das meine ich ja nicht. Es ist immer die Fensterbank. So. Das war hier noch schmutzig.
nichts Entscheidendes, außer wie immer die Fensterbank. Und hier irgendwas so, ja, komisches. Ich sehe aber gerade irgendwie... Ist da... Aha. Noch eine Heizung zu machen. Heizungen immer super. So. So, also hier sind die im Prinzip sehr zufrieden. Da ist, oh, da in dem Raum ist noch irgendwas. Was ist es? Waschmaschine. Mhm, das können wir machen. Waschmaschine. Zimmer. Stimmt, Waschmaschinen mag ich ja überhaupt nicht. Weil dieses Trommellösen, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Wird das wirklich noch gemacht? Die Transportsicherung. Weiß ich nicht, warum man diese Platte abschraubt, um sie danach ranzuschrauben, obwohl die Schrauben für die Transportsicherung ganz woanders sind. Ich weiß es nicht. Jawohl. So. Noch einmal durchgehen. Alles gut. Massenweise. Mhm. Platz. Ach, hier wollte ich noch ein kleines Jungsbett reinstellen. Ein Jungsbett. Nein. So. Boom. Vier, es sind nur drei. Denen hat es nicht gefallen. Aber hier. Was anderes. Schreibtisch. So, Schreibtisch. Schreibtisch mit Schubladen. Kommt direkt. Ach Mann, ich lerne es nicht mehr. So. Dann. Büro. Stuhl. Mein heißgeliebtes Büro Regal. Hallo? Einmal. Und zweimal. So. Dann ist das jetzt ein Arbeitszimmer. Und der Familienplanung ist Einhalt gegeben.
Und wir gehen in den Garten. Haus war nicht viel Arbeit. Musste nichts gestrichen werden. Das ist ja. Das hasse ich ja. Manchmal ist es etwas langatmig. Sind das? Ach, sind zwei? Nein, das ist einer, aber der ist eigen geformt. Gut, deswegen, ich verstehe es. Mist. War's das? Da ist noch einer, aber egal, wir machen das erstmal hier. Immer nur Nadel. Der Rasen muss gemäht werden. Ist klar. Irgendwie ist heute einiges nicht in Ordnung. Dieses Bäumchen habe ich halt übersehen. Was? Ja, danke. Der Rasenmäher. Durch dieses Farmers Dynasty. Ja, genau. Habe ich immer das Gefühl, ich müsste die Werkzeuge, die ich wechsle, auch irgendwo holen gehen. Geht doch. Hallo? So. Aber so ist das ja nicht. Bei House Flipper und bei Elder Scrolls. Entschuldigung. Tja, das ist ja schon fast wieder so ähnlich wie bei Farmers Dynasty. Frage ist, wie? Eigentlich muss ich denn Rasen mähen?